Ja, Leute, guten. Ja, so ein frischer Salat vom Rewe ist schon was Feines. Ich habe mir gerade überlegt, es gibt ja die Steuerklasse 3 für Verheiratete in Deutschland. Und da spart man sich so mit so einem Durchschnittsgehalt schon einige hundert Euro, ne, im Monat. Das gibt es natürlich auch nicht überall. Ne? Also nicht in jedem Land, wenn du zum Beispiel so eine Flat Tax hast oder sowas. Im Grunde kannst du dir, wenn du 300, 400 Euro mehr rauskriegst, weil du verheiratet bist, also so ein Salat hier zum Beispiel, super feiner Salat, kostet 7 Euro. Könntest du eigentlich mit diesem Steuervorteil in Deutschland schon eine zweite Person mehr oder weniger eigentlich in Anführungsstrichen durchfüttern, ne? Da war jetzt irgendwie ein Stück Fleisch dabei, das habe ich überhaupt gar nicht vorgesehen, aber ist egal. Also schon verdammt kompliziert, unser System hier in Deutschland, aber auf der anderen Seite gibt es schon auch ein paar richtig coole Sachen dabei, ne? Karottensaft. Super gesund. Ich liebe ihn auch von Rewe. Ja. Was ich in letzter Zeit gelernt habe, was ich auch mir wirklich erst antrainieren musste, was ich auch wirklich weiterempfehlen kann, diesen Tipp beim Essen. Weil ich komme ja auch aus einer Flüchtlingsfamilie, also meine Eltern sind ja damals Vertriebene gewesen, Soldatendeutsche, und Schlesier, ne, wo jetzt Polen und Tschechien ist. Und die hatten ja die ersten paar Jahre wirklich nichts, außer den Dreck unter den Fingernägeln. Ne? Also wirklich nichts zu fressen. Als meine Eltern so in dem Alter waren, 5, 6, 7, 10 Jahre alt. Und dann ging ja erst langsam in Deutschland so richtig die Wirtschaft los und so weiter. Und deswegen wurde ich auch so erzogen, dass man immer den Teller leer isst. Ne? Also egal, was auf dem Teller ist, muss immer leer gegessen werden. Immer. Und dann, mein Vater ist ganz besonders krass drauf. Der schlägt sogar den Teller ab. Ja? Also das ist schon mal Grundvoraussetzung, dass man das grundsätzlich bei jedem Essen, das meine Mutter kocht, ja, wenn er fertig ist mit dem Essen, wird der Teller abgeschleckt. Abgeschleckt. Ja? Und da sieht man mal, wie tief verankert diese ja, sagen wir, die ersten 10 Lebensjahre sind und wie das dann halt auch wieder weitergeerbt wird an die Kinder. Und deswegen ist es halt so unfassbar schlimm, schwierig auch. Deswegen sieht man ja letztlich auch, wie wenig es von unten nach oben schaffen, also relativ. Ne? Man hört zwar immer wieder Success-Stories, aber die große Masse schafft es halt nicht. Weil halt das Umfeld, ich würde mal sagen, zu 99% entscheidend dafür ist, was für ein Mensch aus dir geworden ist. Ne? Wir haben alle unsere Veranlagungen, unsere Talente, unsere Neigungen und so weiter. Aber letztendlich, was wir daraus machen, ob wir diese dann nutzen, diese Talente, ja, das hängt sehr stark davon ab, wie unser Umfeld eben ist und wie wir erzogen werden sind und all das, was dazugehört. Und was ich zum Beispiel gelernt habe, also es kommt gleich jemand, was ich zum Beispiel gelernt habe, dass ich, es gibt so einen Spruch, verlass den Tisch immer hungrig. Oder mach deinen Magen nie mehr wie halb voll. Okay? Und dann hat man herausgefunden, hat man recherchiert, dass die Leute, die jetzt über 100, überdurchschnittlich alt geworden sind, wie in Sardinien, in Okinawa, glaube ich, dass die zum Beispiel diese Philosophie haben. Ganz besonders in Okinawa, in Japan, hat man herausgefunden, dass sie die Philosophie haben, nie den Teller leer zu essen sozusagen. Also immer dann aufzuhören, wenn ich sogar noch ein bisschen hungrig bin. Das ist für mich auch völlig, also super, weil ich habe früher immer das Problem gehabt, als ich hier noch so mal Luftlinie 5 Kilometer gearbeitet habe, vor 10, 20 Jahren, bei einer Agentur, hatte ich immer das Problem, wir sind alle, mittags mussten wir immer zur gleichen Zeit zum Essen, da war das sowieso immer stressig und dann haben wir ganz gestresst. Wir hatten eine Stunde Zeit, später dann wurde sogar die Mittagspause verkürzt auf 45 Minuten.
Was auch kein Problem ist. Heute, meine Mittagspause heutzutage ist nie länger wie 20 bis 25 Minuten. Es sei denn, ich nehme ein Video auf, dann dauert es ein bisschen länger. Weil ich einfach nicht diesen Zwang habe, alles aufweisen zu müssen. Ich hole mir hier so einen Salat und den Rest, den esse ich in 5 Häppchen auf. Jetzt ein bisschen, später ein bisschen, morgen wieder ein bisschen, morgen Nachmittag wieder ein bisschen. Der reicht für mich für über 2 Tage. Und das ist eben das Entscheidende. Und dazwischen ganz viele Latte Macchiatos, ja, 2-3 Latte Macchiatos, ein paar Espresso. Sollte man auch nicht so viel eigentlich, weil eigentlich Koffein ein Gift ist, ne? Es ist letztendlich eine Abwehrmaßnahme gegen Fressfeinde, hat die sozusagen die Kaffeepflanze dieses Koffein eben entwickelt, um Fressfeinde sozusagen zu vergiften. Also auch da sollte man es nicht zu sehr übertreiben, aber ich habe einen ziemlich niedrigen Blutdruck, von daher passt es. Also ich könnte es nur als Tipp weitergeben, ernährt euch gesund zum einen und viel, viel wichtiger noch, ihr könnt auch gerne mal was aus der Reihe essen. Ihr könnt auch gerne mal Pizza essen. Aber versucht es mal, dass ihr nur die halbe Pizza esst und die andere Hälfte später. Ihr werdet euch wundern, wie viel leistungsfähiger ihr seid, wie viel besser ihr euch fühlt, wie viel leichter, wie viel weniger müde, mit wie viel weniger Schlaf ihr auskommt. Unfassbar. Ich mache zum Beispiel Teilzeitfasten, immer besonders wenn ich im Zug bin. Weil ich im Zug, das kam daher, weil ich im Zug keinen Bock habe, aufs Scheißhaus zu gehen. Im Zug sind die Toiletten manchmal so versilft. Ja, dann haben wir gedacht, okay, ich esse und trinke nichts den ganzen Zugfahrt. Und häufig bin ich 6, 7, 8 Stunden im Zug. Und esse und trinke nichts. Und dann habe ich mir das mal angewöhnt, das noch weiter auszuweiten. Und einmal ist es mir so passiert, dass ich angekommen bin. Da war Sonntag und alle Geschäfte zu und ich hatte nichts zu essen. Und ich war quasi dazu gezwungen. Ich wollte auch kein Fastfood oder irgendwelchen Scheißdreck. Ich war quasi gezwungen, bis zum Montag nichts zu essen. Und habe gesagt, ich bin eh müde, lege ich mich hin. Also ich hatte quasi 24 Stunden nichts gegessen, nur getrunken. Relativ wenig auch getrunken, sodass die Nieren nicht so beschäftigt sind. Und ich kann dir eins sagen, ich habe in meinem ganzen Leben, das ist ein Jahr ungefähr her, war so letztes Jahr, im Mai, genau, knapp vor einem Jahr, als ich nach Budapest bin. Und ich kann euch sagen, ich habe dort, in dieser Nacht habe ich, glaube ich, 6 Stunden geschlafen. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt letzten Monat, vor genau einem Monat bin ich 50 Jahre alt geworden, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gut geschlafen, wie in dieser Nacht, wo ich quasi den ganzen Tag vorher nichts gegessen habe, also quasi, wo mein Magen komplett leer war. Und das würde ich euch auch jedem mal empfehlen. Du bist dann so unfassbar energetisch und fit, das ist unbeschreiblich, das müssen wir einfach mal gemacht haben. Ne? Also Teilzeitfasten, gesund essen, den Magen immer halb leer lassen, den Tisch immer hungrig verlassen, da gibt es so Sprichworte. Und Ernährung ist einfach unfassbar wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Lebens, eines energetischen und performanten Lebens. Und es geht nicht immer nur darum, dass du dir quasi bis zum Umfallen schuftest. Nein, es geht darum, dass du eben viele kleine Bausteine so zusammenfügst, dass du letztendlich mit weniger Energie, mit weniger Aufwand und mit mehr Leichtigkeit mehr schaffst. Ja? Es geht um Produktivität, Effektivität, Gesundheit. Und die richtige Einstellung zur Arbeit und zum Leben. Und ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, denn mich hat es mal zerlegt in der S-Bahn, das ist jetzt ungefähr 5, 6 Jahre her. Hatte zu viel Kaffee, zu viel und so weiter, hat mein Magen Schluss gemacht, ne? Magen-Darm-Verschluss. Das war nicht witzig. Bei sowas kann man theoretisch auch sterben, ne? Da habe ich eine Nacht im Krankenhaus verbracht, aber war so schlimm mit 2 anderen Typen. Kein Auge zugemacht. Ja, 7 Stunden am Stück, haben mich eine Spritze bekommen, 7 Stunden am Stück, dann aufs Klo gegangen.
Naja, in diesem Sinne, mein Essen ist jetzt fertig. Ich bin jetzt sogar nur halb voll, weil von den vielen Reden kann man automatisch weniger essen. Das ist sowieso abschließend noch eine Sache, wo ich sowieso nicht verstehe, diese ganzen Geschäftsessen und so weiter. Das kann mir vielleicht mal jemand in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob das jetzt Geschäftsessen sind, also es gibt ja dieses, wo ich in London war, ne, dieses ständige Let's go to the pub, let's have dinner, lunch, bla bla bla. Dieses ganze immer gemeinsam essen gehen und dann wird erwartet, dass man sich unterhält. Und dann sage ich mir, wie soll ich denn mich unterhalten und gleichzeitig essen? Das ist für mich persönlich unmöglich und später habe ich dann auch herausgefunden, dass es super ungesund ist. Also was ich jetzt gerade gemacht habe, ist ausnahmsweise fürs Video, für YouTube, aber normalerweise, wenn du isst, nichts reden, nichts quatschen. Das gilt für die ganzen Geschäftsessen und so weiter, finde ich es komplett, also wenn ich Geschäftsessen habe, ich möchte was aushandeln oder irgendwie was, dann esse ich so gut wie gar nichts oder wenig oder was weiß ich, oder ich tue nur so, als würde ich was essen, weil mir das den Fokus raubt, ja, und weil es auch super ungesund ist, weil du einfach so viel Luft einatmest, während du isst, und dann kriegst du dann Blähungen und so weiter. Ganz, ganz scheiße. Also, und für Dates, also soll mal einer sagen, also dieses typische, ich würde dich gerne zum Dinner einladen oder sowas, dieses typische Date, ne? Du ladest eine Frau jetzt als Mann ein und so weiter. Soll mal einer sagen, wenn du eine Frau wirklich heiß findest, wie in Gottes Namen, du als Mann bei einem Dinner, also bei einem Essen, also irgendwie einen einzigen Bissen runterbringst. Also du hast ja de facto, wenn du heiß bist auf jemanden, auf eine Frau als Mann, keinen Appetit, weil einfach deine ganze Blutzirkulation sich auf gewisse Gegenden in deinem Körper konzentrieren. Und das ist definitiv nicht der Magen. Ja? Weil manche sagen immer, die Liebe geht durch den Magen. Ja, das verstehe ich schon irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist es erst später, wenn man sich schon besser kennenlernt, ne? Wenn man vielleicht verheiratet ist oder sowas. Aber im Date, also ich kenne auch keine Frau, die groß was isst. Das ist ein guter Indikator, wenn du zum ersten Mal mit einer Frau aus bist, also auf einem Date. Ne? Also es geht letztendlich um Techtelmechtel, um Liebe und Sex. Und die isst viel. Kannst du davon ausgehen, dass du sie nicht wirklich antörnst. Ja? Und vice versa. Ne? Wenn du jetzt als Frau mit einem Mann ausgehst und der frisst da rein, dann ist er nicht wirklich scharf auf dich. Weil wenn du wirklich scharf auf eine Person bist, kannst du nichts essen. Es ist unmöglich. Biologischer Ablauf, ja, biochemische Abläufe sind das. Ich möchte mich jetzt da nicht näher dazu äußern. Also ein sehr guter Indikator dafür, wie heiß tatsächlich jemand auf dich ist, ne? Egal von dem, was er sagt, ne? Weil die meisten labern ja nur Scheiße. Auch beim Daten, ganz besonders in Deutschland. Okay, anderes Thema, aber letztendlich diese zwei Punkte sind sehr stark immer miteinander, haben sehr stark mit Gesundheit zu tun, mit Essen, mit Kultur. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ich muss jetzt weitermachen.